Mach weiter, ich. Okay. Quasi den Boden umackern. Ich hab's dir mal gegeben. Ja. Mit Rechtsklick. Oh! Warte, ich mach's wieder ganz. Ach, puh. Geschafft. Ah ne, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal Rechtsklick machen, oder? Genau. Hui! Und da solltest du auch nicht mehr drüber springen über das, über die Felder. Warum? Weil dann gehen die kaputt. Ah, alles klar. Oh ja, ich sehe schon. Okay, und jetzt, auch, jetzt. Die sollten relativ nah am Wasser sein. Achso, alles klar. Also sind die schon unnütz hier? Können wir die schon mal wieder begehen? Nee, nicht unbedingt. Weil wir können einfach mal einen Wassergang graben. Müssen die, also ich, okay, alles klar, ich muss Seeds planten direkt und, also kann ich jetzt hier in der Mitte nichts drauf machen, quasi in die zwei mittleren? Doch, kannst du auch, die sind auch noch in der Nähe vom Wasser, das reicht aus. Ich frag mich jetzt bloß. Und jetzt, meine Pflänzchen, wachst! Okay. Muss ich hier noch einen Gang graben, wo ich hier gerade laufe, hier? Hier, so? Ja, das kannst du mal machen. Ich warte, hoffe, ich benutze meine tolle Spitzhacke jetzt dazu. Gibt es nicht auch eine Schaufel oder sowas? Oder muss man die, ist die Spitzhacke eher für Mineralien? Eine Schaufel gibt es auch. Alles klar. Die Spitzhacke ist eher für steinerne Dinge. Gut. Stein. Was ist denn das für eine Wassermechanik, bitte? Das Wasser fließt ein Stückchen weit, und zwar 8 Blöcke, glaube ich. Ach du Schande. Wieso flacht das hier so ab? Weil es immer flacher wird, bis es quasi ganz erlöscht. Okay. Wenn zwei fließende Wasserblöcke direkt nebeneinander sind, also ja, zwei Wasserquellen und dazwischen ja ein fließender Block, dann entsteht eine neue Wasserquelle. Okay, das musst du bestimmt später nochmal erklären. Versucht. Ja, das lässt sich dann ganz toll machen, wenn du Eimer hast. Dann kannst okay du Wasser nämlich in die Eimer füllen und dann irgendwo hinsetzen. Alles klar, und schon wird's wieder Nacht. Super Sache. Tschüss, Sonne. Ja. Und wir haben natürlich immer noch kein Licht für uns unten. Scheiße. Was brauchen wir denn für Licht? Wir haben doch schon Holz. Können wir nicht ein Feuer machen? Oh, 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 nicht reinfallen. Nicht reinfallen. Ja, ja. Wir können, Nein! Oh Gott, ich bin reingefallen. Fuck! Und jetzt? Oh, kacke. Ich höre irgendwas. Hast hier du unten. Dirt? Ja, habe ich. Dann versuch ich, oh, ich höre eine Spinne. Unter dich zu setzen und immer hochzuspringen eine Weile. Ah, hier ist tolles Zeug, warte mal, hier ist geiles Gelumpe. Genau. Oh Gott, das kann ich überhaupt nicht. Oh nee, das kann ich nicht ernten. Nur mit einer Spitzhacke abbauen am besten. Ja, aber das dauert Ewigkeiten, bis ich das abbaue, das kann ich vergessen. Das mit den schwarzen Punkten, das sollst du allerdings abbauen. Das ist wichtig für uns derzeit. Hat das auch einen Namen? Warte, warte. Das heißt? Kohle. Scheiße. Oh Gott, gleich fall ich wieder runter, ich mach. Das gibt Erfahrung? Genau, abbauen gibt Erfahrung. Aber nicht alles, nur die Mineralien, ne? Ja. Ah, und mit Kohle kann man bestimmt Feuer machen, oder? Oder braucht man da noch irgendwie Feuerzeug? Nee, du setzt ein Stück Kohle auf einen Stick und da kommt eine Fackel raus. Ist ja riesig. Sprich, das kann ich auch hier machen. Hier und hier. Da kommt ja vier Fackeln raus. Ich habe erstmal 28 Torches gemacht, das passt. Nein, nicht. Ah ja, guck mal. Ah, du bist gerade nicht da. Okay. Doch, ich bin relativ in der Nähe. Ich kann mit einer Fackel graben. Yay. Ah. Ja, es gibt dann aber gewisse Materialien, wenn du die nicht mit einem gewissen Werkzeug abbaust, dann kommt da kein Block raus. Was ist denn das hier? Es kommt auf einmal Gestein runter. Ja. Das ach, das ist bestimmt hier, Gravel, alles klar. Und das ist Cobblestone. Also normaler Stein heißt Cobblestone, okay. Ja, wenn du ihn zerbrichst, dann wird er zum Cobblestone. Ach, wenn der hier in der Wand ist, da ist er wohl. Da ist er im Clearstone, heißt es, glaube ich. Okay. Boah, ich höre so übelst viele Spinnen, aber ich sehe überhaupt nichts. Warum höre ich denn das Zeug und sehe es nicht? Das ist irgendwo bei dir in der Nähe. Also hinter der Wand oder irgendwo? Die Berechnung ist nicht unbedingt durch eine Wand gedämmt. Alles klar. Und du solltest mal versuchen, wieder hochzukommen, weil hier oben geht die Post ab. Echt? Oh Gott. Warte. Oh, ich habe nicht mal so viel Dirt, aber ich habe jetzt dieses Cobblestone-Zeug. Oh, ich höre irgendwelche Pfeiler. Ist wahrscheinlich auch nicht gut, über Kopf zu arbeiten, zu graben. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt komme ich nicht hoch. Nein!
Und geh die Post ab, sagst du? Ich bin hier oben. Ja? Wo ist ein Gegner? Hier siehst du noch den Pfeil, der ist stecken geblieben. Ach komm, ein Pfeil! Guck mal, da ist ein Baum entstanden, da wo du was gebaut hast. Ja. Alles klar. Okay, ich habe jetzt, also ich mache jetzt erstmal hier Licht bei uns unten. Ne, ich mache erstmal hier Licht hier oben, damit wir den Eingang immer wieder finden. Ich meine, das ist zwar nicht so extrem, kann man bestimmt doch hier, kann man hier oben, ja. Oh, guck mal, das ist doch toll. Ah, oh, ja, schön. Super. Hübsch. Mach hier unten noch ein bisschen Licht. Oh, die Wände sehen so scheiße aus, ey. Oh Gott. Und die Decke ist auch total scheiße, ey. Decke ist so niedrig. Ja, ja, kann man alles noch beheben. Ist halt erstmal die Notunterkunft hier. Wir bauen da nochmal so einen richtig geilen Scheiß irgendwo. Ja, einen richtig tiefen Tunnel. Ja, einen richtig tiefen Tunnel. Okay, wow. Guck mal, hier oben ist kaum Gegner. Also gut, das ist natürlich auch peaceful. Da oben ist ein Creeper. Ich hätte schon mal Bock, den so ein bisschen anzupieksen. Jetzt hat er mich gesehen, glaube ich. Oh, der blinkt. Was mache ich? Wenn er stehen bleibt und blinkt, dann geht er hoch. Aber der macht irgendwie nichts. Ich hau den, der macht nichts. Ich gehe mal wieder weg. Oh, jetzt. Alter Schwede. Oh, guck mal, der hat ein Loch gemacht. Achtung, da ist noch ein Creeper neben dir. Was? Wo? Wie? Der ist ein Stückchen. Oh, du Arsch. Weg, wo denn? Hier ist eine Spinne. Die Spinne ist neben dir. Nicht mit dem Commander. Ha, Monster Hunter. Ja, hier da. Da unter wie? Dir. Was? Wo? Oh, wie unter mir? Jetzt genau unter dir. Quatsch nicht, das ist doch ein Schaf. Hier ist ein kleines Loch. Das ist doch eine Fledermaus. Die töte ich. Fledermäuse gibt's auch. Die töte ich. Greifen die mich an? Nee, ne? Komm her. Nee. Oh, der Mond sieht ja super aus. Oh, Mondfinsternis, guck mal. Was? Wo? Fast. Wo ist denn der? Ich sehe keinen Creeper, ohne Mist da unten. Der war gerade hier auf der Ebene. Vielleicht ist er auch runtergefallen irgendwo. Wenn ich da unten reingehe, stehe, habe ich garantiert. Ich hab keinen Bock. Mal hier ein bisschen. Nein! Weg. Oh, da ist er. Da ist er übrigens. Ich mach ihn kaputt. Er ist runtergefallen. Ah, der steht jetzt bei den Schafen unten. Moin. Oh Mama, ich will auch wieder hoch. Zu den coolen Jungs. Nein, Frage, du kommst nicht hoch. Jetzt runter zu gehen? Oh, hier ist eine Höhle. Hier ist eine Höhle unter unserem... Was heißt hier trauen? Hier wird einfach reingegangen. Zack. Links, rechts, Fackel, gut ist. So, genau. Jetzt wird der abgebaut. Brauch noch ein bisschen Stein übrigens. Stein? Nicht Kohle? Kohle auch, aber... Aber Stein haben wir doch überall um uns herum quasi, oder? Ja, ich brauche nur ein bisschen mal ab. Wofür brauchen wir Stein? Um einen Ofen zu bauen. Okay, hier ist eine Spinne hier unten. Ich mach die mal kaputt. Boah, als ganz ehrlich, Monster zu jagen macht am meisten Spaß. Boah, Alter, wie groß es hier ist. Hier ist auch überall schon Eisen. Also wir haben hier sehr materialreiche Welt gekriegt. Ja, habe ich die guten Create-Befehl erwischt wahrscheinlich. Ja, stimmt. Hier ist ein Schaf über mir. Kann ich das runterknocken? Nee, das bleibt nur oben. Scheiße. Was ist denn hier? Hier ist irgendwas. Oh Gott, ein schwarzer Mann. Ich geh weg. Das ist ein Enderman. Warte, wenn du ihn anguckst, greif dich an. Wenn ich ihn angucke? Ja. Oh Gott, der macht Geräusche, Alter. Oh Gott. Wenn ich ihn angucke, aber greift er mich an. Der ist eigentlich hinter einer Wand. Der backt da so ein bisschen durch. Oh Gott, macht der Geräusche, ey. Alter. Und da ist ein Creeper bei uns. Achtung. Oh, der hat... Ach, das war der von vorn, glaube ich. Weil der hat nur einen Schlag vertragen. Alter Schwede. Okay, also den Enderman sagst du, lass mal in Ruhe. Genau. Dann machen wir mal hier... Was? Wo? Noch ein Creeper? So. Schon tot. Ich mache ja mal zu, wa? Nicht, dass man dann nochmal... Genau, ja. Wer weiß, was hier noch passiert. Ja, du Scheiße mit deinen Geräuschen. Da kannst du mal zur Mama gehen. Au! Ja, teleportiert durch Wände. Ja, cool, ey. Ich habe die Wand zugebaut und er greift mich an, der Arsch. Was soll das? Ist hier noch irgendwo? Ja, der ist da noch irgendwo. Oh, ich hab den falschen Spawn bekommen in der anderen Welt. Warte mal. Go to irgendwie sowas. Oh Gott, wenn ich mich an die Befehle erinnern könnte, wäre es super. Na, genau. Ich muss mal den Waypoint setzen irgendwie hier, glaube ich.
Vor allem weiß ich nicht, wo du bist, ey. Ach, doch, da drüben. Wie konnte man denn den Waypoint setzen? MW Set Spawn. So. Ich weiß nicht, ob das nur für mich ist oder auch für dich. Ja, das, das war gerade eine Scheißaktion, ey. Ich dachte nur, wenn man den angreift, kommt der zu einem. Nee, sobald du ihn anguckst. Boah, ist das Schande. Und akkumuliert sich das? Also, wenn ich ihn einmal 2 Sekunden angucke, dann nochmal 3 Sekunden, dann... Ich glaube, sein böser Zustand ist binär zu beschreiben. Nee, ich meine, wenn ich ihn jetzt 2 Sekunden angucke, also, wenn T gleich die Zeit ist, in der ich brauche, um ihn anzugucken, damit er böse wird, muss ich dann die volle T-Zeit ihn angucken durchgängig, oder reicht es, wenn ich T halbe und dann nochmal ihn T halbe angucke? Ich glaube, durchgängig. Aber da bin ich mir auch nicht so ganz... Wieso habe ich nur noch 5 Fackeln jetzt? Verliere ich auch teilweise Equipment? Mm, oder kommt das alles raus? Eigentlich müsste alles rauskommen, soweit ich weiß. Außer das... Jetzt habe ich noch 5 Torches. Hä? Hatte ich gerade 6? Na, egal. Oder ich habe alles verbraten. Das kann auch sein. Der ist also noch hier, sagst du, ja? Außer die Erfahrung. Aber jetzt ist er nicht mehr böse, oder was? Kann sein, dass er quasi seine Rache genommen hat. Okay, ich sehe schon hier, das zu erkunden, das wird Ewigkeiten dauern. Was ist denn das da? Ja. Das ist Wasser. Da vorne ist Wasser. Okay, dann lass uns mal hier ein bisschen erstmal nach oben gehen. Ich glaube, das ist zu gefährlich erstmal. Richtig. Gold brauchen wir nicht, oder was das hier immer ist, ne? Das ist Eisen. Das brauchen wir. Dafür brauchen wir aber Steinspitzhacken. Okay, na, Stein haben wir ja ein bisschen... Na, warte mal. Hier, das hier. Mein Holzteil ist schon zur Hälfte kaputt. Ja... Das sollten wir eh aufbrauchen. Danach werden wir uns nur noch Steinhacken machen. Beziehungsweise, wenn wir dann genug Eisen haben, vielleicht auch sogar Eisenhacken. Ja, und bei Minecraft ist also so, es hat am Anfang überhaupt kein Endziel quasi, ne? Das ist nur gebaut. Richtig, und, ja. Und das Hungerzeug und sowas gab es auch gar nicht, so Hungeranzeige und sowas. Richtig, das war ursprünglich alles nur, glaube ich, sogar eine Welt, wo du nur so ein paar verschiedenfarbige Blöcke hattest und die einfach irgendwo hinsetzen konntest. Alles klar. Du hattest auch nicht mal diese ganzen Werkzeuge und so, das war alles, wurde nach und nach hinzugefügt. Spitzhacke ist kaputt gegangen. Alles klar, und das Endziel ist es quasi, diesen Drachen da zu töten, den man immer schon mal Videos gesehen hat. Genau, das ist quasi ziemlich am Ende der Beta als Ziel hinzugekommen. Aber es gibt halt auch noch andere große Bossgegner. Ich habe jetzt bei Pizmeat letztens gesehen, die haben den Witherer beschworen. So. Der Witherer ist angeblich dann auch so ein Teil oder was. Hat auf jeden Fall einen riesigen Lebensbalken oben dann irgendwann im Bild. Ja, muss ich zugeben, dem bin ich noch nicht begegnet. Ah, sehr gut, sehr gut. Es gibt für alles ein erstes Mal. So, jetzt sagst du, machen wir jetzt hier Steindinger. Also ich denke mal auf denselben Weg. Ich hatte eigentlich auch meine Sticks verloren. Ich hatte 100%ig noch Sticks, meiner Ansicht nach. Ja, es kann sein, dass ein paar Dinge verloren gehen. Im Sterben. Okay, jetzt habe ich erstmal wieder Planks hergestellt. Stick, alles klar. So, dann muss ich von Stein dann alle Werkzeuge erstmal herstellen. Oh, ich baue mir erstmal eine Schaufel. Ja, also ich finde jetzt zum Beispiel eine Hoe, die brauchst du. Nee, aber eine Axt, eine Pickaxe und eine Shovel und ein Schwert. Ja. Okay, jetzt brauche ich noch ein Schwert. Ah, sind meine Sticks schon wieder alle. Ups. You left the game. Da bin ich hier. Aber wenn du keinen Bock mehr hast, sag Bescheid, war. Nee. okay, jetzt also noch Schwert, sagst du. Oh Gott, ach nee, Schwert war sowas hier, ne? Ah ja, Stone Sword. Yay. So, jetzt habe ich Schwert, Shovel, Axe. Jetzt brauche ich noch Pickaxe. Pickaxe war doch das hier, oder? Jawohl. Getting an Upgrade. Achievement get. Die Achievements sind ja auch geil. Okay. Das ist ein riesiger Tag, ne? Ja, sehr schön. Ich tue erstmal mein ganzes Holzzeug hier in die Truhe. Vielleicht brauchen wir es ja irgendwann später nochmal, aber wahrscheinlich nicht. Wolle, Samen. Das behalten wir hier, das Zeug.
So viel Dirt brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. 64er Stack reicht. Die Kohle behalte ich mal und die Torches. Oh, ich sollte mir mal noch Torches machen. Glaube ich. Ich habe noch 6 Dinger. Da mache ich mir mal noch so viel wie geht. So, 21. Ja. Türen wieder zumachen, nehme ich mal an, ne? Damit keine Monster reinkommen in der Nacht. Richtig. Wie ist es Monster spawn bei Dunkelheit, oder? Genau. Wenn es dunkel genug ist an der Position und da ein Spieler in der Umgebung ist, aber nicht in der aktuellen Nähe, dann spawnen da Monster. Also irgendwie okay. 24 Blöcke um dich rum spawnen kein Monster, aber im Bereich von 128 Blöcken im Spieler überhaupt. Ich habe wieder keine Ahnung, wo du bist, ey. Ich bin auf unserer Baumfarm eingeschlossen von Bäumen. Sehr gut, warum? Ich war gerade am Baum abbauen und in dem Moment, wo ich einen fertig hatte, was denn das hier? Wuchs neben mir ein weiterer. Ich kann mit dem Schwert rechtsklick machen, dann hält er so komisch schräg und ich kann mich kaum noch bewegen. Ist das ein Block? Ich glaube, das ist ein Block, ja. Cool. Oh, vielleicht nicht mit dem Schwert hier. Ich muss sagen, ich habe schon ein paar Mal PvP gegen Spieler gemacht und ich habe jedes Mal verloren. Okay. Also ich bin nicht so der... Du hast quasi Kämpfer. Nicht geblockt. Richtig. Okay. Und nun... Gucken wir mal auf unsere Farm. Aber da ist noch gar nichts gewachsen, wie es aussieht. Das ist ein Stückchen weiter schon. Aber dauert Boah, noch. Das dauert ja Ewigkeiten. Wir können uns mal auf die... noch ein bisschen... Ich sehe nicht da drüben gerade Sugarcanes. Können wir abbauen gehen. Sugarcanes ist Zuckerrohr, oder? Genau, ja. Oh, das sind schwarze Schafe. Das hier. Da habe ich mal gesehen, da hat jemand gemeint, man muss das nicht am untersten, sondern im zweiten von oben abbauen und dann wächst das nach. Genau, aber wir wollen das ja, dass es irgendwie bei uns in der Nähe irgendwo nachwächst. Ach, das lässt nur einen Samen fallen, wenn wir das untere abbauen? Nee, es lässt immer eins fallen. Das ist nicht wirklich ein Samen, sondern es ist, lässt wieder Sugarcane fallen. Ja, also bauen wir es jetzt komplett ab, ja? Ja, kannst du noch mit abbauen. Ich habe 2 gekriegt. Ich habe 1. Ja, dann passt es ja auch. Schafe brauchen wir erstmal nicht, ne? Die geben Wolle. Doch, wir brauchen ein bisschen Wolle, um uns Betten zu bauen. Auch schwarze Schafe geben Wolle? Ja. Okay. Ist das dann schwarze Wolle? Ja, genau. Du kannst auch mit verschiedenen Dingen Farben herstellen. Okay. Und kannst dann die Wolle färben. Beziehungsweise kannst du auch, bevor du ein Schaf tötest, das Schaf direkt färben. Dann kommt alle Wolle, die aus dem Schaf kommt, hat die Farbe. Okay. Ein Schaf, ja. Was ist das hier? Ein verkrüppelter Baum oder was? Ja, das ist ein vertrockneter Baum. Ist klar. Gott, hier ist schon wieder so eine Höhle. Ein paar Sandblöcke. Hier sind überall solche Höhlen. Da unten ist noch. Okay. Oh Gott, vielleicht sollten wir uns mal merken, wo wir waren, ne? Weil ich habe das Gefühl, wir laufen schon wieder extrem weit weg. Oder, voll die gute Idee, wir bauen jetzt irgend so einen ganz hohen Turm oder so ein hohes Erkennungszeichen. Können wir machen, ja. Ich glaube, das mache ich mal. Ah, deine Bäume sind schon wieder despawned. Da bauen wir jetzt mal aus Dirt. Ja, das können wir später nochmal schöner machen. Achso, da komme ich nicht wieder runter. Mist. Das müssen wir schon ein bisschen breiter machen, wa? Genau. Oder wir bauen das einfach von unten quasi so. Hä? Wieso kann ich nicht setzen jetzt hier? Ah doch, jetzt. Okay, reicht das? Das sollte reichen. Warte mal, ich habe doch hier eine Schaufel. Oh, das geht ja super schnell. Super.